Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Disney Dreamlight Valley. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gucken wir uns das neue Shop-Update an. In der letzten Woche, es war ja ein bisschen seltsam, hatten wir ja diese Sachen. Genau, gehen wir erstmal alles durch. Wir hatten genau, wir hatten die Werkzeuge, habe ich mir geholt. Wie gesagt, 3750 Mondsteine muss man wissen, ob man es macht. Sind ganz nett, find, gefallen mir sogar ein bisschen besser als diese verruchten äh, Werkzeuge. Aber man braucht es im Endeffekt nicht. Aber wie ihr wisst, für YouTube zeige ich das natürlich mal ganz gerne. Der Begleiter war ganz süß mit der Hundehütte. Der war ganz cool. Dann hatten wir ja noch die beiden Häuser, diese beiden weißen für 3750 Mondsteine. Die wurden ja wieder rausgenommen am selben Tag und wurden durch den Tower of Terror ersetzt. Den habe ich mir dann auch noch am selben Tag geholt. Ist aber kein Gebäude, ist sondern nur so ein Deko-Gegenstand praktisch. So eine Attraktion aus dem Disney-Park. Da haben sie nämlich auch viele geärgert, weil es nirgendswo steht. Also man denkt natürlich, das wäre ja ein Haus, wo man reingehen kann. Kann man aber leider nicht. Ist nur eine Dekoration. Darum wahrscheinlich auch der günstige Preis von 2.500 Mondstein. Wie gesagt, Brunnen hatten wir schon sehr, sehr oft. Und genau, die beiden Häuser wurden ja rausgenommen, die beiden weißen. Ich konnte mir sie noch kaufen. Meine Freundin hat die sich zum Beispiel auch geholt. Dann wurden die aber, glaube ich, wieder weggenommen. Und sie hat auch die Mondsteine nicht mehr zurückgekriegt. Genau dasselbe wie bei dem blauen Fuchs. Sie hat sich den blauen Fuchs zweimal geholt, weil sie den am ersten Mal nicht gekriegt hat. Und sie hat, glaube ich, die Hütte auch gar nicht. Sie hat nur den blauen Fuchs. Genau, ich habe beide Häuser behalten. Hatte da auch keine Probleme mit, obwohl äh, gesagt wurde, genau das andere Haus euch da hinten, obwohl gesagt wurde, dass viele Abstürze und Fehler dadurch gekommen sind. Man sollte hier doch besser entfernen. Ich habe jetzt nur diesen Tower of Terror entfernt, weil das Spiel einmal abgestürzt ist und so ein bisschen geruckelt hat in den Bewegungen, wenn man gelaufen ist. Und als Entschädigung hat man heute dann wohl die Mondsteine zurückbekommen so für die beiden weißen Häuser. Witzigerweise habe ich die beiden weißen Häuser aber eigentlich noch. Also ich hatte jetzt auch kaum Probleme damit. Aber ich habe jetzt halt 3750 Mondsteine im Briefkasten. <laughs> also vielen Dank, aber äh, ja, nehme ich gerne. Habe ich zumindest das Geld wieder zurückbekommen, habe ich praktisch die beiden Häuser jetzt gratis gekriegt. Aber sehr, sehr komisch, obwohl ich die beiden Häuser bekommen habe, die mir nicht weggenommen wurden. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie das bei euch geregelt wurde. Zum Beispiel meine Freundin hat gar keine Mondsteine bekommen. Heute, da kam noch nichts, auch heute Nachmittag nicht. Also die hat ja nichts irgendwie rückwirkend erhalten, nur ich, obwohl ich gar keine Probleme hatte. Also sehr, sehr, sehr komisch irgendwie. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Aber ey, ich bedanke mich. Danke, danke, danke schön. <laughs> ne? Ich sagte auf jeden Fall nicht nein. Gucken wir, was wir bei Dagobert haben. Ich denke mal, die Häuser werden heute auch wiederkommen. Für die, die sie noch nicht gekauft haben. Das haben wir schon. Den haben wir noch nicht, ja. Sieht aus wie so ein, so ein 70er, 80er Jahre Bürospiel. Dankeschön. Tresensitz. Das haben wir alles. Weil mich viele gefragt haben, woher ich diese beiden Häuser habe. Die gab es ja ein paar Stündchen nur letzte Woche Mittwoch, da wurden sie ja rausgenommen. Irgendwie ist da fehlerhaft ja was passiert. Aber komisch mit den Mondstein, oder? Obwohl ich gar kein Recht dazu habe, die zu bekommen. Ich hatte, oder ist das als Entschädigung für die Fehler, die man danach hatte, obwohl ich ja kaum welche hatte. Also sehr, sehr komisch irgendwie alles. Genau. 48 Sekunden haben wir noch Zeit. Ich denke, wir werden jetzt die beiden Häuser nochmal bekommen, weil viele die noch nicht hatten, hatten. Es wurden ja auch schon so ein Pilzhaus geleakt, hätte ich sehr, sehr gerne. Und auch so ein Eisschloss wurde auch geleakt, hätte ich auch sehr gerne. Ich würde mich drüber freuen, wenn es natürlich kommt, aber ich glaube, sie werden jetzt nochmal die beiden weißen Häuser bringen. Gehe ich mal stark von aus. Sonst habe ich, glaube ich, noch neue Klamotten gesehen. So ein Gruselauto. Wir werden auf jeden Fall alles was Neues kaufen. Wir holen uns alles. Ganz, ganz klar. Mondstände habe ich jetzt erstmal wieder genug. Dream Steps, mal gucken, wie das gelaufen ist. Das Video gibt es dann morgen oder übermorgen, muss ich gucken. Genau, der Countdown: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und was kriegen wir? Bitte was Geiles. Es sollten eigentlich neue Sachen kommen, bis vielleicht auf eine Sache. Kriegen wir die weißen Häuser wieder? Nein! Oha! Oha! Oha. Oha. Also hätten wir die falschen Bilder angezeigt. Bündel mit Piratenkarten. Okay, wir gucken jetzt mal. Für die Leute, ihr könnt euch jetzt nochmal das blaue Haus holen. Das gibt es jetzt wieder. Das wird es ja auch in der Cozy Edition geben. Also ihr müsst euch nicht extra die Cozy Edition im Oktober holen, um das blaue Haus zu bekommen. Das könnt ihr jetzt so nachkaufen. Die Häuser wiederholen sich ja so oder so immer. Haben wir natürlich schon. Zeige ich euch gleich nochmal. Aber drei schöne Sachen. Genau das wurde geleakt. Das habe ich, glaube ich, auch schon gesehen. Das habe ich noch nicht gesehen. Gucken wir uns das mal an. Kartentisch vom Markun, okay. Ja, die Bilder sind wieder ein bisschen falsch. Metallgitter, ja! Das ist eigentlich sehr, sehr cool. Das kann man gut als Gulli oder sowas benutzen. Der Kelch von Katagena. Keine Ahnung, was das alles ist. Aus welcher Themenwelt soll das denn sein? Cool. Skelet Skelettfahrzeug. Geil. Cool. Ja, noch ein Auto. Gruselige Überraschungsboxen. Gespenstische Rentnerpult. Rednerpult. Rentnerpult. Ja, wir holen uns auf jeden Fall alles. Let's go. Natürlich, natürlich. Kann man geil wieder ins vergessene Land stellen. Oh, ich liebe es, wenn neue Sachen kommen. Das nehmen wir auch. Okay, was soll das sein? Kann man damit irgendwie interagieren? Okay, da sind die Häuser tatsächlich nicht gekommen. Das finde ich aber sehr, sehr schade für die Leute, die sie noch nicht haben. Aber wahrscheinlich sind da noch Fehler drin. Die müssen sie erst beheben, denke ich mal. Ich denke, dann werden sie nächste Woche wiederkommen. Und das holen wir uns auch noch. Okay, sehr interessant. Wie groß ist denn dieser felsen Felsenjungbrunnen? Ich kenne das alles gar nicht. Schreibt mal gerne in die Kommentare, von was das sein soll. Genau. Gucken wir uns erstmal das an. Ja, cool. Witzig, witzig. <laughs> stellen wir mal alles hin. Oh, das ist aber klein. Das Pult. Okay, ob man es jetzt unbedingt haben muss. Okay, wir haben es dreimal gekriegt, die Katze. Keine Ahnung. Ja, gucken wir uns das erstmal an. Kann man damit irgendwas machen? Okay, man kann nicht damit interagieren. Cool, dass es vorne leuchtet. Das finde ich ganz nett. Hinten auch. Ey, perfekt fürs vergessene Land. Kann man cool neben das dunkle Schloss stellen, finde ich irgendwie. Ja, ist ganz witzig. Sieht doch ganz lustig aus, irgendwie. Also es hat ein reiner Deko-Gegenstand, ne. Ist kein Gebäude, man kann nicht reingehen oder so. Aber ist ganz cool. Ist ganz cool. Wie teuer war das jetzt? Ich habe gleich nicht mal auf den Preis geachtet. Ich glaube 1.750, ja, kann man machen. 1.200, 2.000, da bin ich gleich mal sehr, sehr gespannt. Ja, ist ganz nett. Sieht ganz cool aus. Rednerpult, kann man sich hinterstellen, ein paar düstere Reden halten. Über die Weltherrschaft oder sowas. Die Katze ist ja vorne auch geil. An der Motorhaube. Das ist witzig. Was ist das? Interagieren? Okay, das ist doch ganz lustig, süß. Und man hat die drei bis vier Mal sogar. Ich mag ja immer, wenn man mit Dingen interagieren kann. Ja, cool. Ey. Fürs vergessene Land. Ey, wir haben jetzt so viel vergessene land -Stuff. Also, habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Das ist so heftig. Jetzt mit dem Sternfahrt zusammen, du kannst das jetzt zu zuballern. Also, du kannst das Halloween-Wonderland äh, Wonderland jetzt auf jeden Fall bauen. Oder das Wednesday-Land. Äh, <laughs> genau. Adams Family Land, ja, ist ganz cool, ist ganz nett, kann man machen, ob man jetzt die beiden Sachen hier unbedingt braucht. Ja, wie gesagt, ich kaufe ja immer alles bei YouTube äh, für YouTube, also ungefähr alles. Aber ich will mir jetzt auch noch die ganzen alten Sachen holen, die ich nachträglich nie geholt habe, um euch die ganzen Dinge auch noch mal zu zeigen. Genau, haben wir das? Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was wir noch hatten. Äh, das haben wir genau. Was ist das denn jetzt? Vier Sachen sind das, ne? Aber in welcher Kategorie ist das? Gardrobe Möbel, ich weiß nicht, zu was das gehört. Guck mal, Dekor, wir suchen uns das mal alles eben zusammen. Weil <laughs> ich weiß nicht, gehört das zu. Was soll das denn sein? Keine Ahnung. Auch Nightmare Before Christmas, hier ist es nicht. Sonstiges nochmal. Aber krass, dass sie die beiden weißen Häuser nicht mehr reingebracht haben, ne? Komisch. Oder das Häuser-Set. Ich schätze mal, es ist noch so fehlerbehaftet. Genau, hier haben wir alle Sachen. Gitter finde ich cool. Kann man gut als Gully benutzen. Also so als so als Abfluss, finde ich geil. Ich mag ja immer Gegenstände, die relativ schlicht sind, wo man eine schöne Stadt rausbauen kann. Okay, Kelch, ja. Keine Ahnung. Nichts wirklich Besonderes. Aber das Gitter ist cool. Das werde ich mir ganz oft kaufen. Das werde ich überall hinsetzen. Das finde ich ganz nett. Was ist das hier für ein Ding? Alter Schwede, okay? <laughs> Habe ich ja noch nie gesehen. Was ist das? Ein Jungenbrunnen, okay? Oh, der passt aber auch schön hier hin, ne? Ob man da wohl drauf gehen kann. Aber von, was ist das? Also eine Sache hat glaube ich noch gefehlt. Also keine Kleidung auf jeden Fall. Ah ja, der Tisch hat noch gefehlt, genau. Was soll das denn sein? Jungenbrunnen steht da einfach. Was ist Mao Kuhn? Was ist das? Was ist Cartagena? Noch nie gehört. Schreibt gerne in die Kommentare. Genau, Tisch hatten wir noch. Tisch, Tisch, Tisch. Ja, irgendwie ein bisschen random. So, so ein Jungbrunnen. Gehört das alles irgendwie zusammen zu so einem Universum, was ich noch nicht kenne? Müsste ja hier irgendwo sein, ne? Genau der hier. Ja. Wie gesagt, Piraten-Halloween-Thematik haben wir ja. Interagieren kann man jetzt nicht. Ja, ist auch ganz nett, ne? Also ich wüsste jetzt nicht, was ich damit dekorieren wollen würde. Vielleicht echt irgendwann mal so ein Piratenzimmer. Sein oder nicht sein? Das ist hier die Frage. Ah, <laughs> das Gitter ist cool. Das feiere ich. Das werde ich. Ey, das kann man gut hier schon irgendwo hinsetzen. Guck mal, wie gut das aussieht. Wahrscheinlich soll das so ein Gefängnisgitter sein, aber es sieht halt aus wie so ein, so ein Abfluss. Ey, das ist mein Highlight. Das liebe ich. Das könnte ich überall hier hinmachen. Schön, schön, schön. Jetzt gehen wir nochmal zu dem Jungbrunnen. Der ist ja auch abgefahren. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Cool. Ey. Okay. Noch nie gesehen. Noch nie gesehen. Das muss ja irgendwas mit Disney zu tun haben. Oder ist es komplett frei erfunden? Ah, sieht geil aus. Also, auch hier, finde ich, passt das richtig gut hin. So mysteriös zu den Ruinen da hinten. Okay, man kann leider nichts damit machen, was ein bisschen schade ist. Ist leider auch nur eine reine Kulisse, reiner Dekogegenstand. Oder kennt man das aus dem Disneyland oder so? Keine Ahnung. Aber sieht geil aus. Wo würde ich das hinsetzen? Das könnte man eigentlich gut in den Wald machen. Es passt sogar gut zum Strand tatsächlich, ne? Aber hat was. Also, sieht nice, aber man guckt direkt hin, ne? Hier sieht es natürlich auch sehr sehr cool aus. Ja, muss ich mal gucken. Entweder Waldstrand Strand würde ich machen. Mal kurz noch da unten ins Tal machen, in den Sumpf zu Mutter Gotel. Theoretisch könnte man es auch auf die Wiese packen. Aber ey, gefällt mir, gefällt mir. Gucken Sie mal eine Übersicht an. Blaues Haus kann ich euch auch natürlich noch mal gerne zeigen. Für die, die es noch nicht haben. Aber da müsst ihr euch nicht die Cozy Edition kaufen. Die Häuser kommen immer wieder. Also wenn ihr das blaue Haus wollt, hier ist es. Aber schon ein bisschen drumherum dekoriert. Hat auch so einen Hintereingang. Hier, ist ganz nett. Schönes blaues Häuschen. Genau, Preise. Ja, Hütte 3000 muss man natürlich mit leben. Das finde ich ganz cool. Das ist ein interessantes Set. Also den Kelch und den Tisch bräuchte ich jetzt nicht unbedingt. Das Metallgitter ist geil. <laughs> so eine Kleinigkeit feiere ich immer. Weil, man das, weil das ein normaler Gegenstand ist, den man gut ins Rallye integrieren kann. Auto... Ey, kann man wirklich Wednesday-mäßig, Family-mäßig schön neben das Schloss machen, neben das Dunkle im vergessenen Land. Das kann man sich auch irgendwo nett hinstellen. Keine Ahnung. Kennt man dieses Rednerpult? Die Katze habe ich schon mal irgendwo gesehen. Du aus Halloween Town. Ah, okay, da steht's ja. Ja, Halloween Town habe ich allein auch nie geguckt. Gibt es die von Halloween Town auch vier Teile oder fünf? Das lief immer bei Pro7, glaube ich, ne? Ah, das ist interessant, also. Okay, 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 okay. Schreibt mal gerne eure Meinung in die Kommentare, ob ihr euch alles holen werdet. Wie gesagt, für Halloween-Fans ist das äh, Update wirklich ein Fest, muss man sagen. Also, das haben sie letztes Jahr nicht so rausgehauen. Das Auto auch. Aber cool, dass es leuchtet. Man kann es leider auch nicht ausmachen oder so. Kelch, ja, ganz nett Tisch. Kann man sich mal irgendwie so ein Zimmer rausmachen? Das ist auch ganz nett hier. Äh, keine Ahnung. Ob man jetzt ständig das irgendwie anfassen muss da unten? Kann man sich das denn aufs Pult draufstellen, geht denn das? Ach, guck mal, ja, guck mal, das ist doch ganz witzig eigentlich. Ja, kann man sich so ins vergessene Land irgendwo mal hinstellen? Ja, auch vor so ein Haus oder so ein Gruselzimmer bauen. Ey, ist ganz cool. Bin ich ganz zufrieden mit... Schas halt die beiden weißen Häuser nicht mehr reingekommen sind. Für die, die sie noch nicht haben. Oder wo die wieder weggenommen wurden. Keine Ahnung, ich schätze mal, sie müssen daran noch arbeiten. Irgendwas wird da fehlerhaft sein oder verbuggt. Keine Ahnung. Alles klar, Leute, ich bin sehr zufrieden damit, ähm Lasst gerne ein Abo, like da, wenn euch das Video gefallen hat. Danke, danke, danke schön. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video, Video oder Stream wieder. Und bis dahin, ciao, ciao.